Die Gründe, warum sie sich für Nordrhein-Westfalen entscheiden, die sind verschieden. Sie hoffen vielleicht, dass sie hier schneller einen Job bekommen oder eine Arbeit oder auch eine Wohnung. Jedenfalls sind sie in den vergangenen Wochen und Monaten viele anerkannte Asylbewerber zum Beispiel ins Ruhrgebiet gekommen, die ursprünglich ganz woanders ihren Alltag gestellt hatten, ihren Antrag, nicht ihren Alltag gestellt hatten und anerkannt wurden, in Ostdeutschland zum Beispiel. Ja, und jetzt wollen nordrhein-westfälische Städte genau solche Geflüchtete wieder in die Ursprungsstädte zurückschicken. Das Bundesintegrationsgesetz erlaubt das auch, denn das schreibt anerkannten Asylbewerbern vor, dass sie 3 Jahre lang an dem Ort wohnen und bleiben müssen, der ihnen von den Behörden zugewiesen worden ist. Sie alle sollen Gelsenkirchen verlassen. Deshalb demonstrieren sie, sitzen seit Donnerstag vor dem Hans-Sachs-Haus. Die meisten von ihnen wurden in Thüringen registriert und sollen dorthin zurückkehren. Imad Yusuf zeigt uns seinen Ablehnungsbescheid. Dort steht, dass er keine Leistung mehr vom Jobcenter erhält. Er wurde in Eisenach anerkannt, doch er will nicht wieder dorthin. Ich fühle mich hier sicherer. Meine Frau trägt Kopftuch und ist dort beschimpft worden. Außerdem sind seine 3 Kinder bereits in Gelsenkirchen eingeschult und würden ihre Klassenkameraden vermissen. Über 4000 Flüchtlinge beherbergt die Stadt bereits regulär. Dazu kommen über 6000 Menschen aus osteuropäischen Staaten. Mithilfe des Integrationsgesetzes will Gelsenkirchen jetzt 2000 Flüchtlinge in die Länder zurückschicken, in denen sie anerkannt worden sind. Denn mehr Integration schaffe die Stadt nicht. Diese intensive Betreuung führt ja dazu, dass wir an Belastungsgrenzen kommen. Wir haben nicht genügend Kindergärten, wir haben nicht genügend Schulen. Wir können diese Menschen nicht unterbringen. Wir können sie nicht so intensiv betreuen, wie wir es gerne wünschen und wie es auch eigentlich notwendig ist. Viele Flüchtlinge sind nach Gelsenkirchen gekommen, weil sie hier Freunde haben und die Wohnungen günstig sind. Doch manche wurden offenbar aus anderen Bundesländern ganz gezielt nach Nordrhein-Westfalen geschickt. Außerdem hört man, dass auch in anderen Ländern gesagt wird, geht doch ins Ruhrgebiet. A, ihr könnt da billig wohnen. B, ihr bekommt da einen Job. Und mindestens B stimmt schon mal nicht. Neben Gelsenkirchen wollen auch Essen, Bochum und Dortmund anerkannte Flüchtlinge aus Nordrhein-Westfalen ausweisen. Auch in diesen Städten sollen Flüchtlinge den Tipp bekommen haben, nach Nordrhein-Westfalen zu ziehen. Der Hinweis kam, so heißt es, häufig aus Bayern und den östlichen Bundesländern. Und wie so oft geht es darum auch ums Geld. Wenn die Flüchtlinge aus den Herkunftskommunen in andere Bundesländer reisen, erhält die Herkunftskommune weiterhin Zuwendung vom Bund, auch wenn die Flüchtlinge schon lange woanders wohnen. Sozialminister Rainer Schmelzer hält das für unsolidarisches Verhalten. Wir werden als Nordrhein-Westfalen hier jetzt die Initiative ergreifen, dass es eine klare bundeseinheitliche Regelung bei den Jobcentern geben muss. Und natürlich auch den Hinweis an die anderen Bundesländer, dass diese Empfehlungen wirklich nicht tragfähig sind und auch nicht hilfreich für die gesamte Integration. Flüchtlingsorganisationen halten es jetzt für fatal, wenn Menschen zwischen den Bundesländern hin und her geschickt werden. Sie werden verpflichtet, in das Bundesland zurückzugehen, wo Sie Asylverfahren durchlaufen haben und fühlen sich dann natürlich total abgeschreckt und überrumpelt. Imad Yusuf hofft, in Gelsenkirchen bleiben zu können. Er möchte so lange hier sitzen bleiben, bis er sein Ziel erreicht hat.